Ole, ole, ola, auf Gran Canaria. Ja, wären wir nicht alle gerne auf Gran Canaria? Wer war denn schon mal auf Gran Canaria? In den Dünen. Der Kameramann war schon mal da. Warst du auch in den Dünen? Ja, und Dünen, das ist auch schon das richtige Wort, denn bei uns geht es heute um Dünengräser. Und zwar Dünengräser nicht an sich nur als Dekoration, sondern auch als Raumteiler. Jawohl, unsere Dünengräser als Raumteiler oder sogar als, schwupp, weg ist er, Sichtschutz. Ja, auch das funktioniert einzeln oder im Set. Also wir haben hier eine absolute Besonderheit, denn unsere Raumteiler-Sets im Pflanzdruck, die ihr wirklich super schnell und einfach gestalten könnt. Ja, ihr habt natürlich viele, viele schöne Möglichkeiten. Wir haben natürlich auch verschiedene Modelle von den Höhen her oder von den Längen her. Und ja, darauf gehen wir heute etwas ein. Denn unsere Gräser sind natürlich mit den Pflanzdrüben absolut variabel veränderbar, will ich sagen. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Büro aussieht oder vielleicht sogar zu Hause oder in der einen oder anderen Gewerbefläche. Man muss natürlich ein bisschen gucken, dass man A, Atmosphäre schafft und B, vielleicht sogar einen Raum schafft. Ja, und wie mache ich das? Ich brauche nicht unbedingt ein Paravent, sondern ich kann das Ganze natürlich mit Atmosphäre machen und etwas Grün in das Ganze bringen. Und wir bringen das Ganze mit unserem wunderschönen Dünengras. Da haben wir drei verschiedene Modelle und ich habe heute zwei hier im Studio. Vor mir haben wir einmal stehen die Höhe von 90 cm. Wenn wir mit der Kamera einmal nach rüber schwenken, da haben wir 1,50 m, die 1,25 m. Ja, es ist ein absoluter Bestseller. Das ist einfach gerade weg, aber kommt natürlich wieder rein. Ja, auch von den Breiten her sind wir da von 92 cm, 61 cm oder 30 cm. Ja, und ihr seht natürlich hier schon auch den Pflanzdruck und ich habe das einmal für hier draußen einmal aufgebaut. Ihr seht dann, wie filigran das einmal hier wirklich reingesteckt ist, wirklich in gleichmäßigen Abständen, dass wir natürlich dann hier oben auch wirklich ein schönes, dichtes Bild bekommen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass das nicht da einfach so ein bisschen rumwedelt, sondern dass wir da natürlich auch eine schöne, eine Masse haben. Ja, also hier ist eine sogenannte Steckmasse als Sichtschutz oder als Raumteiler. Ja, und wenn ich dann dazu natürlich noch einen wunderschönen Pflanzentrog oder einen tollen Topf haben will, ich will natürlich auch den Sockel hier etwas verstecken, aber der dient natürlich, um das Ganze wirklich schön zu halten, auch in verschiedensten Abmessungen, je nachdem, für welches Modell man sich entscheidet. Ja, hier die künstliche, ich sage jetzt mal, mobile Variante. Wir haben jetzt hier vier Stück drin stecken und es ist sagenhaft einfach. Also man muss tatsächlich einfach nur schwuppdiwupp und schon ist das Ganze arrangiert und man sieht, wie einfach das geht. Ja, und man hat dann vielleicht noch links und rechts ein bisschen Platz frei. Auch dafür ist gesorgt. Schaut einfach in unseren Shop. Füllmaterial haben wir natürlich in Mengen, egal ob weiße Kieselsteine oder. So, aber nicht nur dies, ja, ich packe das einmal wieder nach unten, auch andere verschiedenste Gräser haben wir in verschiedenen Varianten. Da bitte ich euch einfach mal in unseren Shop reinzuschauen und ihr könnt euch das dann hin arrangieren. Denn als so ein Raumteiler, ja, also wie gesagt, ich brauche es nicht immer, es muss nicht immer sein, wenn es einfach ein Paravent ist, sondern warum nicht ein schickes Dünengras? So, und dann springen wir einmal hier rüber. Hier dann bei unserer höheren Variante mit 1,50 Meter ist natürlich eine Kunstpflanze wurscht, ob Geschäftsraum oder Wohnraum oder zur Ausschmückung als Abtrennung.
Ihr könnt das aufstellen, wo ihr wollt. Ja, hinter dem künstlichen Dünengras lässt sich auch wunderbar, ich sage jetzt mal, Büroutensilien verstecken. Ja, haben wir jetzt zwar hier gerade nicht so, aber man kann auch tatsächlich einfach die ein oder andere nicht so tolle Ecke einfach mal schön so ein bisschen verschwinden lassen, wenn man das möchte. Oder neben oder vor einem, jetzt wollte ich gerade sagen Raumschiff, nein, Raumschiff, Schreibtisch, jawohl. So, und Raumtrenner, das geht schnell, denn, schaut mal, der Raum ist nämlich ganz schnell getrennt im Büro, weil ihr seht es, es ist mega leicht, jawohl. Das heißt, auch das Reinigungspersonal kann das ganz einfach zur Seite schieben und schwuppdiwupp haben wir was hier trennt. Und das ist wichtig und das ist auch gut so. Jawohl. Und gut so ist natürlich auch unser Pflanzkasten. Unser weißer Pflanzkasten, wenn wir uns den hier einmal anschauen, als Cube mit dem Maß von 1 Meter mit 40, also 40 tief und 40er Höhe aus Kunststoff. Ja, der längliche Pflanzkasten im Quader, in der Quaderform ist ein absolut hochwertiges Produkt. Also er sieht nicht nur gut aus, sondern auch dieses Pflanzgefäß ist natürlich absolut hochwertig verarbeitet und ist für echte oder für künstliche Pflanzen im Innen, aber auch im Außenbereich verwendbar. Ja, und dann ist er natürlich noch schön robust und bringt natürlich auch eine schöne Optik. Wenn euch weiß nichts gefällt oder es passt nicht in eure Einrichtung, gar kein Thema. Mein Lieblingssatz, einmal durchstöbern, in den Shop reingehen. Wir haben viele verschiedene Modelle und auch dem sind keine Grenzen gesetzt. Ja, und das sind so die wichtigsten Punkte. Und wir sagen einfach... ihr müsst nicht unbedingt nach Gran Canaria, wenn ihr schönes Dünengras zu Hause haben wollt oder im Büro. Schaut einfach in unseren Shop und bestellt euch das ein oder andere. In diesem Sinne, Kanal abonnieren plus Beschreibungstext unten einmal dabei. Und ich verschwinde auch schon in den tollsten Dünen, in den tollsten Gräsern und sage auf Wiedersehen, bis bald.